Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu 7 aktive Tage für junggebliebene Senioren. Natürlich kannst du auch mitmachen, wenn du nicht im Seniorenalter bist. Wir werden uns heute um unseren Rücken kümmern, also die ganze Rumpfkraft, aber natürlich auch Beinkraft, denn die ist wichtig, wenn wir schwere Dinge vom Boden aufheben. Und wir machen das aus den Beinen, schonen wir unseren Rücken. Wenn wir die Kraft eben nicht haben in den Beinen, dann machen wir das aus dem Rücken. Und dann ist natürlich das Rückenwohl etwas gefährdet. Deswegen auch die Beinkraft ist wichtig. Ich hoffe, dir geht's gut nach dem gestrigen Krafttraining. Vielleicht spürst du noch so ein paar Muskeln. Macht nichts, wir machen uns jetzt erstmal locker, geschmeidig, bewegen uns durch, denn das ist für den Rücken wichtig. Bewegliche Schultergelenke, beweglicher Schultergürtel, eine bewegliche Brustwirbelsäule natürlich und bewegliche Hüftgelenke. Also einfach mitmachen. Du beginnst in der Hüftbreitenposition. Das ist immer so, dass ein Fuß zwischen den Füßen Platz hat. Und unsere Haltung beginnt eigentlich bei den Füßen, denn so wie die Füße stehen, so wirkt sich diese Haltung der Füße auch auf die komplette Haltung aus. Jetzt, wenn du mal, ich mache mal seitlich zu dir mit, wenn du dich mal auf deine Füße stellst, auf die Außenkante und dann deinen Großzehenballen auf den Boden drückst und die Zehen sind locker, nicht verkrampfen. Also nur die Großzehenballen runter und die Außenkanten auf den Boden und die Zehen einfach locker am Boden halten. Dann spürst du dein Fußgewölbe, deine Knie sind durchlässig und du spürst vielleicht auch deine Aufrichtung. Jetzt, wenn du die Innenseite der Füße mal Richtung Boden abkippen lässt, spür, was passiert mit deiner Haltung. Merkst du es? Geh nochmal auf die Außenkanten, auf die Großzehenballen und dann gehst du nochmal innen auf die Füße. Dann macht sich dein Beckenboden auf, dann kippt dein Becken nach vorne. Oder geh nochmal in die Haltung und nochmal lösen. Einfach mal kurz wahrnehmen, spüren, wie die Haltung da unten schon beginnt. Und dann kommst du auf deine Außenkanten, Großzehenballen, Fersen. So. So stehen wir nämlich ganz gut. Und unsere Innenseiten können aktiv sein. Der Beckenboden ist aktiv. Und gleich, wenn wir uns strecken, auch der tiefe, quere Bauchmuskel. Unsere aufrichtenden Strukturen eben lassen ein bisschen Luft unter den Achselhöhlen gefühlt und dein Brustbein hebst du ein Stück an und wenn es geht, ist der Blick im Horizont ganz leicht nach vorne abfallend, dann bist du in der optimalen Position und schon merkt man, der Nacken entspannt sich, die Schultern entspannen sich. Wir sind aktiv in der Körpermitte, oder? Genau, diese Mitte jetzt mal halten. Pendeln vor, zurück zu mir und nach hinten. Verlasse diese Mitte, indem du deinen ganzen Körper aus der Mitte bringst und nimm wahr, welche Muskeln dich stabilisieren. Die Knie sind durchlässig. Spürst du deine Mitte? Genau, jetzt müssen deine Stabilisatoren jetzt arbeiten. Wenn du wackelst, ist es immer gut. Jetzt gehst du nach rechts und links mal, also den ganzen Körper nach rechts und links verlagern. Atmen nicht vergessen, den Blick im Horizont leicht nach unten abfallend. Spür, wo ist deine Mitte? Wo bringst du dich aus der Mitte? Das Wahrnehmen der eigenen Körpermitte ist auch ganz entscheidend für unsere Rückengesundheit. So, dann kommst du wieder zur Mitte zurück. Jetzt wieder ein gutes, ausgemitteltes Gefühl haben. Vorn und hinten gleichmäßige Spannung. Seitlich eine gleichmäßige Spannung. Hast du? Lass kurz die Schultern los. Ganz locker. Nach hinten kreisen. Immer wieder dich erinnern an deine Streckung, an die Haltung. Stolz und aufrecht zu stehen. Lass deine Schultern dann entspannt fallen. Und jetzt kommst du nach rechts und nach links. Am besten ausatmen, ausatmen. Also deinen ganzen Rumpf zur Seite bewegen, so weit wie es geht. Wie gesagt, wichtig ist unsere Mobilität in der Brustwirbelsäule.
Dann kommst du langsam wieder zur Mitte zurück. Einmal die Schultern nach vorne, die Brustwirbelsäule nach innen. Dreh mich wieder seitlich zu dir und dann nach vorne. Und du kannst das etwas unterstützen, indem du die Handrücken nach vorne nimmst und die Handflächen nach vorne. Also deine Brustwirbelsäule in die Bewegung. Einbeziehen, richtig nach vorne. Das ist bestimmt nicht so einfach. Das nach vorne hängen lassen der Schultern ist immer einfacher. Das Aufmachen des Brustbeins fällt einem schwer. Deswegen umso wichtiger. Mach nur weiter. Dann bleibst du geöffnet, lass die Schultern fallen und jetzt Becken ganz ruhig und stabil und du gehst mit deinen Händen um den Körper herum, drehst dich, wechselst, drehst dich, kannst dich gern da an der Hüfte, am Becken festhalten, dich weit drehen, deinen Blick ruhig auch mit nach hinten nehmen. Mobilisation. Sehr, sehr wichtig, dass wir da in der Rotation beweglich bleiben. Wenn wir zu fest sind, dann entstehen gern Schmerzen im unteren Rücken, weil der untere Rücken mehr mitarbeiten muss. Also beweglich bleiben. Jetzt mach die Bewegung weiter, bezieh deine Hüftgelenke mit ein, indem du großen Schritt nach rechts und links machst und dein Körpergewicht verlagerst. Knie Richtung Fußspitzen. Nach außen, Oberkörper geht immer noch ein Stück weiter. Dann lass deine Arme in der Mitte, deinen Rumpf in der Mitte und verlager hier dein Körpergewicht. Richtig schön weit, spür vielleicht auch eine Dehnung, immer so weit, wie es für dich okay ist. Zur Seite bewegen. Die Fußgelenke werden bewegt und dann kommst du zur Mitte, bleibst hier in der Mitte. Ich komme wieder seitlich zu dir, kannst du es immer besser nachverfolgen. Richte dich auf, Knie etwas beugen, Arme zur Seite. Jetzt bewusst die Schultern nach oben ziehen, einatmen und ausatmen nach unten. Einatmen und aus. Ein. Bewusst. Nach unten. Schultern tief halten und Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Das Wort ich nochmal sagen. Und jetzt gehst du mit deinem Oberkörper ganz gerade nach vorne. Kommst dann wieder zurück, richtest dich auf. Nochmal ausatmend nach vorne. Einatmend wieder aufrichten. Spür die Rückenstreckmuskulatur. Nochmal. Spür mal ganz nah ran an die Wirbelsäule. Da müsstest du jetzt Muskeln spüren. Jetzt bleibst du unten. Bleibe hier. Dreh dich zu mir, zu mir, zu mir oder auf eine Seite. Rotation, ausatmen, ein und mit dem Ausatmen zur anderen Seite, wieder zur Mitte und wieder aufrichten. Wir verbinden das Ganze, also kommst nach vorne, drehst dich, kommst zur Mitte, drehst dich, zur Mitte und aufrichten. Nochmal, vor, drehen. Klappt. Mach einfach mal so weiter, genau so. Vielleicht möchtest du dir das Ganze erschweren,
Dann nimmst du die Arme jetzt zur Seite, Schultern tief, komm nach vorne, dreh dich. Du machst aber so, wie es für dich okay ist. Der Hebel wird jetzt natürlich länger, wenn die Arme hier seitlich neben deinem Körper sind. Kannst du auch unten lassen. Geht nochmal. Einmal noch, oder? Drehen. Drehen. Wieder zur Mitte zurück. Aufrichten. Und lösen. Locker lassen. Arme nach rechts und links. Und komm einfach auf deine Fußspitzen. Dreh dich. Rotier dich. Wieder die wichtige Bewegung in der Rotation. Oberkörper geht mit. Wichtig ist auch die Atmung. Wenn man die Luft anhält, hält man auch die Muskeln fest, die Gelenke fest. Nimm nur deinen rechten Arm und versuche jetzt, schau mal, das Bein abzuheben. Ziehen und abheben. Halte dann oben, stopp. Jetzt kannst du gern auch tippen. Wenn du möchtest, kommst du in die Luft. Nimmst beide Hände hinter den Kopf. Wichtig ist mir jetzt, dass du seitlich die Muskeln spürst. Was man jetzt gerne macht, ist, dass man sich nach vorne dreht. Da hat man mehr Kraft. Hinten seitlich bleiben. Knie Richtung Fußspitze. Und jetzt hebst du dein Knie an. Schau mal, nimmst die Hände zum Knie und kommst wieder hinter den Kopf. Wenn du es probieren willst, bleibst du mit dem Bein in der Luft. Es könnte wackeln. Ruhig unten tippen. Atmen. Bleib nochmal hier. Und komm zurück. Auslockern. Jetzt dein anderer Arm. Super. Nimm den linken Arm. Dreh dich weit rüber. Halte oben. Stopp. Wenn du möchtest, nimmst du dein Bein gleich in die Luft, Hände hierher. Jetzt kontrollier mal, ob die Ellbogen zu weit hinten sind. Nacken ist entspannt, Ellbogen Stück nach vorne. Und los geht's. Hochziehen, hinter den Kopf oder tippen. Halte nochmal. Und komm wieder runter. Entspanne dich. Stütz dich auf. Beweg den Rücken hoch, tief, rechts, links. Deine Füße so ein bisschen schließen. In die hüftbreite Position. Den Rücken durchbewegen. Dann halte deinen Rücken gerade, richte dich ganz gerade zu mir nach oben auf, lass locker. Schultern lösen. Ich komme wieder seitlich ein bisschen zu dir, dass du es besser sehen kannst. Jetzt kommt dein ein Bein, egal welches, nach hinten. Mach mal so einen Schritt zurück. Stell dir vor, dir ist was runtergefallen auf den Boden und du möchtest es aufheben. Mit einer Hand kannst du dich hier stützen und die andere Hand greift Richtung Boden. Bleib mal kurz unten. Was mir jetzt wichtig ist, dass nicht das passiert, sondern wir wollen ja schwere Dinge immer mit geradem Rücken aufheben. Also runter, egal wie tief du kommst, hochkommen. Andere Seite.
Schritt zurück, Ferse bleibt hinten oben. Runter, Stopp, Knie über der Ferse, Rücken gerade, ruhig ein bisschen abstützen. Und wieder hoch, nochmal wechseln. Knie über Ferse, Rücken gerade und hoch. Beinkraft, oder? Dein Gesäß muss dich da nach oben schieben. Und hoch. In deinem eigenen Tempo. Immer im Wechsel. Geht? Letzten vier schaffen wir noch. Nochmal, also viermal jede Seite. Nur noch drei. Po schieb dich hoch. Nur noch zwei. Du musst da nicht ganz so tief gehen mit dem Knie. Gibt kein Gut und Schlecht, es gibt nur deinen Weg. Noch einmal jede Seite. Und lockern. Super. Beine auslockern. Den ganzen Körper lockern. Und dann gehst du am Platz. Und jetzt roll deine Füße ab von der Fußspitze auf die Ferse. Wegdrücken. Arme mitnehmen. Eine Runde walken. Jetzt noch eine Übung für unsere Stabilisatoren im Rumpf. Zuerst noch mal etwas warm werden. Dann holen wir etwas Rhythmus dazu. Jede Bewegung im Alltag ist übrigens Rhythmus. Wenn irgendwas unrhythmisch wird, dann wirkt das nicht mehr jugendlich. Also alles, was rhythmisch ist, ist jugendlich, effizient. Energieschonend. Deswegen ist jetzt das, was wir gleich machen, ein bisschen Rhythmusarbeit. Schau mal, was ich mache. Ich mache eins, zwei und beim dritten Mal hole ich mir das Knie. Mach mal mit. Eins, zwei, halten. Eins, zwei, halten. Eins, zwei, halten. Jawohl. Eins, zwei. Und wir stehen jetzt schon auf einem Bein. Das heißt, für unsere Rumpfstabilisatoren, Beckenboden, tiefen Bauchmuskel und die kleinen Muskeln rund um die Wirbelsäule, dass sie reagieren müssen. Die verlernen das oft, das schnelle Reagieren, die schützen dann nämlich unsere Bandscheiben, unsere Gelenke, spannen bei jeder Bewegung kurz vorher an, ohne dass wir das willentlich steuern können. Mach nur weiter. Und wenn sie das verlernen, spannen sie zu spät an. Schützen dann unsere Gelenke nicht mehr. Stopp mal und bleib hier. Wenn es dir zu wackelig ist, tippe unten auf. Ansonsten versuch zu halten. Die Arme sind neben dem Körper und jetzt hackst du mal ganz kleine Schnelle. Es darf jetzt wackeln. Spür, wie du dich hier aus der Mitte bringst. Da wirklich nur kurz. Die Muskeln ermüden ziemlich schnell, so 20 Sekunden. Und Pause. Wir machen wieder 1, 2, 3 halten. Genau, 1, 2, 3 halten. Das sind so ganz kleine Muskeln auch neben der Wirbelsäule oder rundherum, die sich dann so aufblustern und die Wirbelsäule auch strecken, schützen, aufrichten. Halte jetzt links. Stopp. Aufrichten. Wichtig ist die Aufrichtung. Und jetzt ganz kleine Hackbewegung. Vielleicht auch mal spüren, wie da die Fußmuskeln mitarbeiten. Fußgelenk, Kniegelenk, Hüfte, atmen, Handgelenke fest. Wenn du nicht wackelst, schließ einfach mal die Augen. Noch 4, 3, 2 und absetzen. Entspannen, stell dich aufrecht hin. Wie fühlst du dich? Stabiler, aufrechter,
Atme ein, beide Arme nach oben. Atme aus, lass dich fallen. Atme ein und nochmal so richtig aus. Ein und dann streck und räkel dich in Richtung Decke. Zieh dich lang rechts und links. Streck dich auch öfters im Alltag, es tut dem Rücken unheimlich gut, weil die Muskeln durchblutet werden, unsere Faszien bewegt und durchsaftet werden. Also räkeln, strecken, gähnen tut auch gut, falls du gähnen möchtest oder schon gegähnt hast. Dann öffne deine Arme, locker Rücken nochmal aus. Atme aus und lass die Arme sinken, entspannen. Sehr schön, Kopf nach links. Lass die rechte Schulter ganz schwer nach unten ziehen. Komm langsam vor zur anderen Seite. Ganz schwer die linke Schulter ziehen lassen. Nochmal wieder nach vorne und langsam aufrichten. Wenn dein rechtes Bein jetzt zurückgeht, dann nimmst du den rechten Arm nach oben und ziehst dich hier lang. Streck dein hinteres Bein, schieb dein Becken nach vorne und öffne. Spür die Dehnung in der ganzen vorderen Linie. Lang ziehen. Der Bauch ist auch oft verkürzt vom vielen Sitzen. Vielleicht merkst du die Dehnung. Komm nach vorne. Mach jetzt deinen Rücken rund. Und dann gerade dein anderes Bein zurück. Auch dein Arm nach oben. Streck dein Knie, schieb die Ferse zurück. Heb dein Brustbein. Bauch ist trotzdem aktiv. Auch die Dehnung in der Wade wahrnehmen. Komm wieder nach vorne, Fingerspitzen nach innen, Rücken rund. Dann die Fingerspitzen nach außen, zu mir schauen. Rund, nach außen, zu mir. Noch einmal rund, gerade, ganz gerade aufrichten, zum Stehen, lockern, ausschütteln. Einen kurzen Moment stehen bleiben und nachspüren. Schau mal, wie du jetzt auf den Füßen stehst. Also spüre, wie du auf den Füßen stehst. Außenkante, Großzehenballen, Ferse, Knie durchlässig, Brustbein gehoben, Blick im Horizont, entspannter Nacken, entspanntes Gesicht. Und dann zieh deine Schultern noch ein letztes Mal nach oben, atme ein, atme aus und lass völlig entspannt die Schultern sinken. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, dir geht's gut jetzt. Ich hoffe, dein Rücken fühlt sich jetzt gut an. Immer so mitmachen, wie du dich wohlfühlst natürlich, wenn du Lust hast. Morgen bin ich natürlich auch wieder da, wenn du Lust auf Fitnesstraining hast. Also da werden wir auch nochmal so ein bisschen Kraftausdauer trainieren. Dann sei morgen wieder dabei. Diese ganze Challenge ist auf meinem YouTube-Kanal als Playlist gekennzeichnet, wenn du da alle Workouts nochmal sehen möchtest, mitmachen möchtest natürlich. Vielleicht willst du sie auch teilen, die ganze Challenge mit Freunden, dass sie auch mitmachen. Umso mehr Menschen sich bewegen, umso schöner natürlich. Wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, den Link dazu gibt es unter dem Video. Steady, deine Unterstützung heißt der Link. Da könntest du mit 2,50 Euro, 5 Euro oder 10 Euro im Monat meine Arbeit wertschätzen. Dankeschön. Freue mich auch, wenn du so mitmachst, klar.
Und meinen Kanal abonnieren, das kannst du kostenfrei. Also auf Abo-Button drücken, graue Glocke und auf alle klicken. Dann bekommst du nämlich auch wieder Info, wenn ich immer ein neues Video wieder auflade. Ansonsten einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Workout. Hoffentlich schon bis morgen.